Promi-Geflüster, heute wieder zu einer neuen Ausgabe und wie ihr sehen könnt, wir haben Winter. Ich habe mal eine schöne Winterlandschaft hinten eingebaut, denn ihr wisst ja, eigentlich sitze ich ja nur vorm grünen Hintergrund und schwupps haben wir Winter. Und so soll es jetzt auch mal sein. Ich finde es ganz schön, wenn es draußen weiß ist. Das werde ich jetzt meinen heutigen Interviewgast auch gleich mal befragen, denn den, wo ich jetzt heute begrüßen möchte, er ist noch gar nicht so lang im Schlagergeschäft dabei, aber hat doch schon einige tolle Titel rausgebracht. Ich sage mal Hallo und herzlich willkommen, Sebastian von Let's Go. Grüße dich, guten Tag. Hallo, ja, ganz liebe Grüße auch zu dir in den tollen Winter da. Ich meine, hat es gerade noch geschneit, oder? Ja, klar, es hat. Also bei uns ist es in der Tat draußen weiß noch. Also auch wenn ich jetzt hier ein bisschen vielleicht mit dem Bild übertreibe bei uns, aber es ist trotzdem weiß noch, genau. Ja, bei uns auch, aber es lässt langsam nach, weil wir sind ja auch hier kurz vom Sauerland. Wir gucken auf Sauerland und da ist natürlich schnell weiß. Ja, also ich habe es gerade erwähnt, du bist eigentlich noch gar nicht wirklich so lange in der Schlagerbranche sozusagen tätig. Du, ich glaube, seit 2016 sowas ist es, gell? Genau, 2016 haben wir den ersten Song mal rausgebracht. Das war damals Millionenwunder. Und dann haben wir erstmal so ein Jahr gewartet und haben geguckt, naja, wie kommt es an, wie kommt es nicht an. Aber ich habe dann mir gedacht, ich mache weiter. Und das war dann jetzt auch so, mittlerweile habe ich schon sehr, sehr viele Songs veröffentlicht. Ja, das ist doch schön. Gibt es auch schon ein Album da dazu oder wie ist da der aktuelle Stand? Macht es überhaupt Sinn heute noch? Das ist die andere Frage. Wir könnten vielleicht bald irgendwie ein Album zusammenstellen, aber ehrlich gesagt, ich glaube in einer schnelllebigen Zeit ist es, glaube ich, nicht mehr angebracht, ein Album rauszubringen. Ja, da haben wir uns ja jetzt letzthin über eine ganz neue Plattform auch schon ein bisschen unterhalten und da gibt es auch noch eine Fortsetzung wieder. Dieses Clubhouse, wie sie es nennt, es ist ja gerade wirklich so der Trend. Da können wir nachher mal später nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Aber ich sage mal, gerade in der heutigen Zeit, wie die ganzen Social Medias aufgestellt sind, da gibt es ja ganz andere Möglichkeiten, als die man früher hatte oder früher genutzt hatte und auch gehabt hat, Möglichkeiten. Ne? Ja, das ist richtig. Wir sind ja sehr vielfältig mittlerweile. Wir haben ja, Facebook, Instagram, wir haben Spotify, YouTube und seit neuestem haben wir seit ein paar Tagen das gerade auch dann richtig mal kennengelernt. Genau. Das Clubhouse. Und Clubhouse ist natürlich ein Medium, wo man miteinander sofort kommunizieren kann. Also wir sind sehr schnelllebig in dieser Zeit, wo man dann auch weiß, deswegen kommen wir auf die Alben wieder zurück, ist es, glaube ich, nicht mehr angebracht, weil wir sehr schnell auch streamen können. Ja, das ist richtig, genau. Also da geht schon einiges, was an Geschwindigkeit ist, wesentlich schneller. Auch Medien und Nachrichten generell. Ich denke mal, wenn wir jetzt die Nachrichten oder die Medien nicht hätten, wüsste man gar nicht so viel über das Corona vielleicht auch. Und dann wäre vieles gar nicht so dramatisch, wie es jetzt gerade ist. Wer weiß, ne? Da hast du vollkommen recht. Ich hatte gestern noch ein gutes Gespräch mit meiner Frau und wir sprachen über die spanische Grippe. Die war ja vor 100 Jahren. Und damals war das ja auch so, die Medien waren ja gar nicht da. Und es war natürlich sehr, sehr, sehr groß verbreitet. Wir sind natürlich sehr schnelllebig auch in verschiedenen Nachrichten auch. Ob das ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Das stimmt, also da tut sich einiges, das ist ganz genau richtig. Ja, bevor du zum Schlagersänger wurdest sozusagen oder beziehungsweise in die Schlagerbranche eingestiegen bist, hast du ja verschiedenes anderes noch gemacht, aber warst auch schon auf der Bühne irgendwo präsent, oder? Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, seit circa 14 Jahren bin ich als DJ draußen und habe angefangen mit Hochzeiten, Geburtstagen und sowas. Dann wurde ich dann auch irgendwann weiter so entdeckt. Dann waren größere Sachen mit dabei. Unter anderem war ich dann die letzten Jahre, wo man auch es konnte, bei Borussia Dortmund auf Großveranstaltung. Habe dann moderiert bei Champions League Spielen, Finale und sowas vor 15 oder 20.000 Leuten.
Es war alles sehr interessant. Und dann kam irgendwann dieser Schlager mit dazu, den ich eh schon immer gehört habe, seit der Kindheit. Und die wurde mir einfach so irgendwie auch in eine Wiege gelegt von meinem Papa, weil von klein auf haben wir immer, was haben wir gehört? Es gab einen großen Sender, das war WDR4. Und WDR4 gab uns dann natürlich auch ja, viel Musik und wo ich wusste, ja, vielleicht bleibt es doch bei mir hängen und es ist hängen geblieben, weil diese Ohrwürmer habe ich dann mitgenommen im späteren Alter und bin jetzt auch froh, seit guten 4 Jahren, 5 Jahren im Schlagerbusiness tätig zu sein. Ja, der Sport natürlich ist auch eine Möglichkeit, sich irgendwo zu zeigen, zu präsentieren, wenn du gerade auch hier Dortmund und so sagtest, ne? Es ist natürlich nochmal eine ganz andere, ja, ich sage jetzt mal eine andere Gesellschaft, die dem Fußball nacheifert, ne? Aber auch die haben natürlich leere Stadien, Sie ne? haben auch leere Stadien, da kommt ja auch nichts zustande. Nein, also Ne? wir müssen echt abwarten, wie lange das alles so weitergeht. Und trotzdem positiv bleiben im Gedanken, weil was anderes bleibt uns gerade gar nicht übrig. So ist es, genau, da müssen wir wirklich durchhalten und auch ein Stück weit zusammenhalten. Und jetzt kommen wir gerade mal auf dieses Clubhouse. Also mir ist es jetzt irgendwie aufgefallen, dass da gerade jetzt so die letzten Sendungen, die man da so verfolgt hat, also es geht immer wieder ums Gleiche. Irgendwie ist gerade jeder irgendwo ein bisschen verzweifelt, habe ich den Eindruck, oder? Ja, weil man öffnet sich ja in vielen Dingen und ich glaube, wenn man viele Sachen anspricht, ist es manchmal auch nicht angebracht, weil man weiß ja auch nicht, wie die verwendet werden. Der Datenschutz ist die eine Sache und naja, die Münder werden manchmal schneller offen und man berichtet über Dinge vielleicht, die man gar nicht sagen sollte. Ja. Also, das habe ich nur so mitbekommen, wenn ich mal hin und wieder mal so reingehört habe. Ja, Definitiv. es ist ein schmaler Grat. Ja. Nee, aber wie gesagt, mir ist sogar aufgefallen, dass da wirklich jetzt auch gerade so in unserer Branche sozusagen Veranstaltungen etc. doch langsam der Hut brennt, kann man sagen, oder? Ja, das ist richtig, weil wir mittlerweile auch nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ja. Weil wir haben ja kein Datum, wo das festgelegt wird, dass die So ist sagen, wir es. können wieder irgendwas machen. Und solange man das nicht weiß, ist man natürlich total irgendwie, ja, eigentlich im Zweifel mit allem. Wie geht es weiter? Wie können wir uns überhaupt irgendwie noch was erlauben? Was dürfen wir jetzt demnächst vielleicht noch machen? Weil es wird schwierig. Es wird schwierig und ich glaube, das Jahr wird uns auch nicht viel bringen. Nee, da haben wir schon, denke ich, auch noch ein bisschen länger zu kämpfen, als manche vielleicht vermuten. Ja, Ja, definitiv. ja. Jetzt steht auf deiner Homepage, wenn ich gerade die so nebenbei mal reinschaue, Biografie am Ja. 1. Januar geboren. Da bist du ja wirklich hier ein Neujahrskind. Da noch, ja gut, jetzt haben wir Januar gerade mal so zu Ende. Kann man noch nachträglich gratulieren. Danke, aber. Aber. In Oberschlesien geboren. Das ist Genau. so Richtung, ja, oder was heißt, es liegt eigentlich im heutigen Polen, ne? Richtig, genau. Ich bin in Polen geboren und wir sind dann mit der Familie 1985 nach Deutschland und ich habe kein Wort Deutsch verstanden. Okay. Kein Wort Deutsch, ich konnte nicht sprechen und es war nicht einfach, aber als Kind lernt man natürlich schnell dazu. Ja, das war eine schöne Zeit damals. Und wenn man hier rüberkam, war das natürlich alles neu und Ganz ja, dann klar. hat man sich alles so selbst beigebracht und habe auch mittlerweile auch, ja, ich kann es auch ruhig sagen, 2, 3 Berufe erlernt und bin dann natürlich vor 14 Jahren einfach mal in die Musik so reingekommen, aus dem Hobby raus und da wurde es immer mehr. Dieser oberschlesische Dialekt, hast du den drauf? Nee, Gar gar nicht. nicht, gar Gar nicht. nicht. Und ich verstehe noch alles, mir fehlen aber manchmal so 1, 2 Wörter im Satz. Aufbau, deswegen komme ich da manchmal nicht mehr so klar. Okay. Aber verstehe alles. Ja, sehr schön. Ja, dann, wie gesagt, du sagst gerade Berufe. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, dass man wirklich ein richtiges Standbein noch hat, wo man Ja. noch arbeiten kann und arbeiten darf. Gerade mit diesen Künstlerberufen ist es ja. Ich komme leider wieder aufs Thema nicht wirklich einfach, aber das war es eigentlich schon von jeher nie wirklich, dass man da eine Ja. Garantie hatte, wenn man Künstler ist und Auftritte hat, dass man da auch dann gleich
der Superstar ist. Das ist richtig. Man ist natürlich am Anfang erstmal, man muss sich ja irgendwie einen Namen machen. Und das ist auch manchmal sehr, sehr, ja, das ist ein Prozess. Entweder geht man dem mit Leidenschaft und man sagt immer wieder, oh, ich mache weiter. Und da ist natürlich auch wichtig, wenn man noch einen Background hat, gerade in der Zeit dann. Und ja, da bin ich auch froh, dass ich noch wirklich meinen Hauptberuf nachgehen kann. Und sonst wäre es, glaube ich, sehr, sehr schwierig draußen. Ja, klar. Nee, Medienlandschaften haben es gerade schon gesagt. Ich meine, die Fernsehsendungen werden ja auch nicht gerade besser oder die Radioveranstaltungen und so weiter. Das ist ja auch alles generell ein bisschen auch enger geworden. Da muss man wirklich schauen, wo man da sich durchwurschtelt, oder? Ja, das ist wahr. Also deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir die sozialen Medien haben und dann, dass man sich wirklich mit den Fans austauschen kann, dass man auf jeden Fall sich auch präsent zeigt, damit die auch unterhalten werden weiterhin, weil ich finde, eine Fannähe und eine Fanbindung ist heutzutage sehr, sehr wichtig. Und gerade in der heutigen Zeit, wo man sich gar nicht treffen kann, sollte man es irgendwie aufrechthalten und nicht jetzt sagen, ach, jetzt bin ich jetzt mal weg und wir gucken, was im halben Jahr ist. Im halben Jahr kann sich wieder so viel drehen, dass man einen vergisst. Das stimmt. Und da sage ich immer wieder, lieber wirklich, also ich bin sowieso so ein fannaher Typ und gebe mich ja dann auch so, also weil so bin ich einfach. Ich verstell mich auch nicht. Nee, das ist auch richtig so. Und ich denke mal, das muss man auch nicht. Und so kommt es natürlich dann auch wesentlich natürlich und authentischer rüber. Und so nehmen dich dann auch die Fans ganz anders wahr. Und wenn sie dich dann wirklich mal treffen, dann sagen sie, ja, Mensch, ist ja einer von uns. Und so soll es Ja. eigentlich auch sein. Ne? Ja, das ist wirklich so. Und ich finde, so wie man sich das aufbaut, man behält die dann auch. Und Richtig. das ist so auch so eine gewisse, ja, lange, lange Zeit, wo das dann vielleicht irgendwie, aber es ist ein Prozess. Und ich finde aber, man lieber baue ich mir das langsam auf und habe die für eine lange, lange Zeit an meiner Seite, ich hoffe für immer, oh, anstatt dass es manchmal so rasant hochgeht und dann wieder fällt. Ja, gerade auf deiner Homepage, da sind jetzt viele Singles zu sehen. Was ist jetzt deine aktuellste? Wunder der Nacht ist noch aktuell. Wir haben die letztes Jahr rausgebracht im Mai. Ist mittlerweile schon lange her natürlich. Neue sind mittlerweile schon fertig und die werden jetzt auch bald dann auch erscheinen. Aber da müssen wir uns noch gedulden, ein paar Wochen. Ja, ich meine, man muss ja jetzt nicht alles gleich hier raushauen, nur Nein. weil die Zeit gerade so ist, lieber sich ein bisschen rauszögern und Zeit lassen Richtig. und schön dosiert alles präsentieren, ganz genau. Besser, es ist besser. Ich meine, wie du es gerade sagst, lieber dosieren und nicht alles auf einmal. Natürlich sollen nicht zu große Zeitsprünge dabei Nee, sein, klar. aber das ist schon in Ordnung so. Klar muss man natürlich immer sich wieder ins Spiel bringen, sozusagen, sich in Erinnerung rufen. Das gehört natürlich auch dazu, weil wenn du nichts bringst, gerät man auch schnell in Vergessenheit. Das sind ein paar Wochen manchmal schon eine enorme Zeit, das ist ganz klar. Ne? Wo trittst du so auf, wenn du auftreten dürftest, wenn Corona nicht wäre? Also ich bin mittlerweile bei ja, verschiedenen Veranstaltungen zu sehen gewesen. Also ich hatte schon das Vergnügen, bei Schlager.de mit dabei zu sein, auf großen Bühnen mit Maite Kelly und vielen anderen. Werde jetzt natürlich auch ein bisschen mehr wahrgenommen und mich darf man auch mittlerweile auch schon bei den Anfängen verschiedener Konzerte, wenn ich dann teilweise mit der Opener oder sowas, wo ich dann schon drauf darf, das ist so in NRW und Umgebung. Hin und wieder auch im Osten unterwegs, nahe Dresden auch jetzt schon mittlerweile gewesen und sowas. Also man baut sich so seine Fanbase schon ganz gut auf. Jetzt war ja früher NRW die Schlager-Hochburg und natürlich auch der Osten ist auch, glaube ich, noch ganz stark vertreten. Ist es nach wie vor noch so, dass da wirklich der Schlager noch Hochkonjunktur hat? Ja, im Ruhrpott ist es ja natürlich so, der Popschlager ist ja da wirklich aktuell. Also der Popschlager bleibt oft auch im Ruhrpott. Man sieht dann viele, viele Kollegen natürlich auch dort vor Ort und das tümmelt sich dort alles. Aber Schlager Hochburg würde ich jetzt sagen, es gibt verschiedene Orte, ich glaube, in Deutschland. Aber ich glaube, der NRW und Ruhrpott hat schon viel damit zu tun, ja.
Genau, deswegen war es ja auch früher, wie wir es auch schon erwähnt hatten, WDR4, der leider ja auch total umgestellt hat. Ja. Ja, was bleibt eigentlich dann noch groß? Dann muss man wieder auf die privaten Sender und die Online-Radiosender umswitchen, oder? Ja, das ist richtig. Aber es kommen wieder ein paar. Also ich sehe jetzt gerade auch aktuell ist ja wieder B2, nee, B2 Radio nicht, sondern ich rede jetzt von Bayern Plus, ist jetzt umbenannt worden auf Schlager und sowas. Also ich glaube, es kommt wieder ein bisschen mehr. Natürlich haben wir nicht mehr so viele öffentliche Sender, die jetzt mittlerweile darüber berichten. Da ist Niedersachsen Radio, da haben wir natürlich jetzt unten Bayern, Südwestfunk, den haben wir natürlich da unten noch. Es ist nicht mehr so die Breite, aber ich glaube, wir gehen jetzt auch viel auf DAB Plus über und da ist Schlagerparadies ganz groß drin, Radio Paloma, B2 Radio. Also da gibt es viele, viele verschiedene, die sich draußen auch jetzt natürlich auch zeigen und darunter können wir uns natürlich im Schlager doch noch positionieren, würde ich sagen. Man muss sich jetzt dann natürlich aber auch wieder ein Stück weit von den anderen abheben, also von den vielen, die dann da mit in diesem großen Boot sitzen. Was macht dein Schlager aus, also deine Musikrichtung? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Wie würdest du es charakterisieren? Also ich bin so vom Schlager her, musste ich mich auch am Anfang erstmal finden. Man hat die ersten zwei, drei Songs gemacht und dann wusste man selber nicht, in was für eine Richtung soll es gehen. Und ich sag mal so, meine Schlagerrichtung vom Gesang her, von den Liedern her, ist mehr so dieser Radioschlager. Der ist natürlich auch schon modern. Aber ich sehe mich selber so als den Kumpel von nebenan, aber auch den Gentleman irgendwie. Man wird mich nicht auf der Bühne rumhampeln sehen oder tanzen sehen, so richtig. Ich will lieber, dass die Leute mir zuhören und dabei Spaß haben und mit einem Grinsen nach Hause gehen. Okay. Also auf Mallorca wird man dich jetzt nicht unbedingt antreffen, oder? Nein. Nee. Nein. Schnelle Antwort, nein. Also jeder hat seine verschiedenen Genres und Mallorca, ich verfolge das ja auch ganz stark. Nur ich bin nicht der Ballermann-Typ. Dafür sind die anderen, glaube ich, stärker auch drin. Jeder ein anderes Talent. Also meine Leute sind einfach noch die, ich glaube, ruhigen davon. Nee, Insofern. also finde ich irgendwo auch okay so, weil ich sage immer wieder, wenn du jetzt wirklich am Ballermann auftreten darfst oder könntest, ich denke mal, ein Künstler, der da am Anfang da ist, den nimmt man vielleicht eher noch wahr. Aber wenn du dann irgendwann so in der späten Nacht dann deinen Auftritt erst hast, wo sie dann alle schon hier Ja. alkoholisiert sind, sage ich mal, ich will jetzt nicht Ja. sagen total besoffen, aber die kriegen ja da gar nicht mehr wirklich was mit, wer da jetzt auf der Bühne steht, oder? Genau. Das kriegen die, glaube ich, dann wirklich nicht mit und mich sollen sie nächsten Tag auch noch irgendwie in Erinnerung haben. Genau, das ist gut so, ganz genau. Jo, was würde denn anstehen? Was hättest du denn für nächste Ziele gehabt, wenn jetzt auch wiederum, sage ich nochmal, die Krise nicht wäre? Wäre die Krise nicht. Ich glaube, da wären wir alle ein Stückchen weiter. Also ich hatte auch so gewisse Sachen, wo ich ja schon gut dran war. Wir waren gut vernetzt. Wir wollten jetzt 2020 eigentlich mehr das Fernsehen angreifen, dass wir da vielleicht mal präsenter werden, weil das war jetzt so der nächste Step. Natürlich hat alles jetzt irgendwie leider nicht stattgefunden. Und ich glaube, das wäre so medial für mich der nächste Schritt nach oben vielleicht gewesen. Aber ist jetzt nicht. Und jetzt müssen wir abwarten, wie es weitergeht. Vielleicht gibt es da irgendwelche Lücken noch demnächst. Mal schauen. Ja, ich denke mal, wir müssen jetzt, wie gesagt, erstmal durchhalten noch. Hoffentlich jetzt nicht nochmal gar eine dritte Welle, dass wir da mit dem mutierten Virus da nochmal uns nochmal Ja. außer Gefecht setzen. Das wollen wir nicht hoffen. Vielleicht, dass wir wirklich im Frühjahr ein bisschen einen Lichtblick wieder haben, zumindest kleine Veranstaltungen zu machen. Ich sage immer wieder, es muss jetzt nicht die große Festhalle sein mit 10.000 Leuten. 200 Leute reicht doch auch, ne? Zunächst mal. Mehr als das, also das sage ich ganz ehrlich. Ich hatte auch meine letzte Veranstaltung im Oktober. Wir haben es einen kleinen Rahmen gemacht. Wir haben unsere Fans, also meine Fans, eingeladen. Die durften dann an Tischen sitzen und das war alles schön und wirklich sehr, sehr, sehr intim und wo man Spaß hatte. Wir haben gelacht, wir haben geweint miteinander. Wir haben uns viele Sachen erzählt und ich glaube, sowas ist heutzutage auch viel wert.
Auf Und alle Fälle. wenn man das aufrechthalten kann, also die waren alle schwer begeistert. Wir hätten normalerweise noch eine gehabt, aber leider mussten wir es natürlich dann abbrechen wegen Corona. Besser gesagt, absagen, vertagen, sagen wir mal so. Gerade im Vorgespräch hat man es ja auch ganz kurz erwähnt. Du bist ja auch Familienvater und mittlerweile auch zum Lehrer geworden, so ungefähr, ne? Ja, ein bisschen zum Lehrer geworden. Unsere Wie Tochter läuft ist noch im sowas an? Wie Kindergarten. kommt er da zurecht? Ja, wir kommen zurecht. Wir kommen zurecht. Aber natürlich haben wir nicht die Lehrerqualitäten. Ja, deswegen sind ja Lehrer auch wirklich Ausgebildete. Aber nein, wir machen das ganz gut. Wir schlagen uns hier tapfer. Ich bin mehr für Mathe und sowas Okay. zuständig und alles andere meine Frau. Aber es funktioniert soweit, ja. Prima, das ist doch sehr schön, genau. Ja. Jo, also, dann haben wir doch schon ein bisschen was über dich erfahren. Wenn man noch mehr wissen möchte, wo kann man denn nachschauen? Wo bist du präsent? Auf welchen Plattformen und natürlich auch deine Homepage? Fast alle Plattformen, wie gesagt, bei Facebook fängt es an. Wir sind bei Instagram, YouTube. Und YouTube gibt es auf jeden Fall alle Videos zu sehen, was die ganzen Songs schon angeht. Ja, das sind so die hauptsächlichen und natürlich auf meiner Homepage von letzko.com. Alles klar, sehr schön. Da haben wir doch alles schon drinne und ja, ich freue mich, wenn wir uns zumindest dann wieder im Clubhaus vielleicht irgendwo wieder treffen. Da Kann steht ja sein. schon ein nächster Termin an unter Umständen, genau. Ja, das ist Einladung war ja richtig. schon und Genau. sage mal dir jetzt in diesem Sinne alles, alles Gute, weiterhin viel Erfolg und wenn du wieder was Neues hast, melde dich einfach. Danke, ich danke dir sehr. Es hat Spaß gemacht. Bleib gesund und ich hoffe auf bald.